Als Produktionsplaner musst du dir das vorstellen wie im Schachspiel. Du musst deine Strategie aufbauen, du musst deine Figuren in die richtigen Positionen bringen und du musst die Stärken deiner Figuren kennen. Das ist die Strategie. Du musst aber auch jederzeit darauf reagieren, was passiert. Ich bin hier bei Dieter Säuberlich. Du arbeitest ja hier in der Produktionsplanung. Was ist da deine Aufgabe bei Schmitz-Kagebohl? Ja, wir begleiten den Prozess vom Auftragseingang bis zum fertigen Fahrzeug zur Auslieferung. Wir planen die Kapazitäten, dass das Fahrzeug zur richtigen Zeit beim Kunde ist. Was macht deinen Beruf als Produktionsplaner bei Schmitz-Kagebohl aus? Ja, speziell die Produktionsplanung für Kipper ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil ein Kipper, das ist ein ganz stark saisonales Produkt. Wenn die Sonne rauskommt, dann wird gebaut. Wenn die Sonne rauskommt, dann wird geerntet. Und da rechtzeitig die Weichen zu stellen, die Kapazitäten für das Werk einzustellen, ja, das ist eine ordentliche Herausforderung. Was ist das Interessante in deinem Bereich? Das Produkt hat alles, was du irgendwann mal in der 7. Klasse aufwärts im Physikunterricht hattest, das hat das Produkt. Ob das Mechanik ist, ob das Hydraulik ist, ob das Elektrik ist, ob das Pneumatik ist, vom Schweißen über Lackieren bis hin zum Montieren, du findest hier einfach alles. Und das macht das Produkt und auch die Arbeit so unglaublich interessant. Was ist so der Arbeitsablauf innerhalb einer Woche bei euch? Ja, täglich müssen wir natürlich die optimalen Tagespakete bilden, die richtigen Reihenfolgen zusammenfügen, sodass alle Bereiche gleichmäßig ausgelastet sind. Und einmal in der Woche gibt es dann natürlich auch die Kapazitätsrunde, wo man dann auch an den großen Rädern drehen und die großen Themen abhandeln muss. Kapazitäten hoch, Kapazitäten runter. Was muss ich da nivellieren und glätten? Wie unterstütze ich Schmitz-Kagebohl in deiner beruflichen Entwicklung? Mein Chef, der versucht, branchenübergreifend mit anderen Herstellern in Kontakt zu treten, sodass man sich dort auch mal Möglichkeiten, Lösungen, technische Innovationen anschauen kann, die man sonst nicht im Alltag sehen kann. Wie beschreibst du die Zusammenarbeit? Also in der Abteilung total familiär und freundschaftlich. Zwischen den Abteilungen immer als Team fungieren, wir wollen immer in die eine Richtung, wir ziehen als Mannschaft zusammen. Und wenn man dann noch sieht, dass man zwischen den Werken im Konzern tatsächlich auch sich austauscht und dann auch nach den besten Lösungen sucht, ja, dann ist das ein Geist, den findest du nicht in jedem Unternehmen, weil das macht Spaß, das ist ein Vertrauen. Und wenn du Vertrauen hast, wenn du den Spaß hast an der Arbeit, dann kann das auch nur funktionieren.